Also ich bin Joshua Krüger, ich bin von Sea-Watch und wir sind eine Organisation zur zivilen Seenotrettung an Europas Grenzen. Wir machen das seit 2014. Wir haben uns damals gegründet als Antwort auf die Politik Europas, die Menschen einfach am Mittelmeer saufen lässt. Und wir haben angefangen mit einem kleinen Schiff damals, Fischkutter, haben den umgebaut hier in Hamburg und sind damals im Mittelmeer gefahren und haben dann relativ schnell gemerkt, dass das kleine Schiff zu unterdimensioniert ist, haben uns dann die Sea-Watch 2 ein Jahr später angeeignet, haben auch schon mit dem kleinen Schiff aber auch schon 6.000 Leute damals retten können, über 6.000 Leute, und mit der Sea-Watch 2 letztes Jahr über 20.000 Leute, waren an der Rettung beteiligt, wir sind über 20.000 Leute im Mittelmeer und sind jetzt seit diesem Jahr auch wieder, seit März wieder draußen. Eine Rettung vor Ort ist, kann man sich so vorstellen, wir fahren mit dem Schiff da dran, da sind Leute oben auf dem Deck, die halten mit Ferngläsern Ausschau. Da gibt es noch, wir kriegen manchmal auch Bootspositionen übermittelt vom MSCC direkt in Rom. Das ist das Maritime Rescue Coordination Center, das ist so eine Rettungskoordinationszentrale von Italien oder von Alarmphone. Und von da, dann suchen wir halt nach den Booten, mit Feldstechern, die ganzen Morgen der Horizont abgesucht. Und wenn wir eins sehen, dann wird das mit dem Schnellboot zu Wasser gelassen, dann fährt man ran. Dann werden erstmal Rettungswesten ausgeteilt, es werden die Boote schnell entlastet, also erstmal Leute runtergenommen, bevor wir alle Leute mit Rettungswesten ausstatten, weil sonst wird es so eng auf den Booten, die sind so maximal überfüllt, dass die Leute sonst ersticken können, wenn wir alle mit Rettungswesten ausgeben erstmal. Dann nehmen wir die Leute erstmal Frauen und Kinder mit an Bord, also die Frauen sind häufig schwanger, das sieht man nicht sofort, und deswegen werden erstmal die quasi am schwächsten sind, erstmal von Bord genommen. Und dann werden wir vor Ort von Ärzten empfangen und unserer Crew ein bisschen Ruhe gegeben, dass sie an Bord erstmal ein bisschen runterkommen können. Und danach funken wir eigentlich durchgängig nach größeren Schiffen an. Also wir versuchen auch immer halt wieder, wir arbeiten dann halt damit auch mit staatlichen Akteuren zusammen, mit den Kriegsschiffen, die sich leider seit diesem Jahr ziemlich zurückziehen und fast gar keine Rettung mehr begleiten, und versuchen die aber trotzdem immer wieder in Verantwortung zu ziehen und dass sie halt wieder Rettungen fahren und halt die Leute uns abnehmen und dann ans italienische Festland bringen. Ansonsten arbeiten wir natürlich super gut mit allen anderen Organisationen zusammen, also mit Jugend rettet, mit dem wir auch hier gerade auf dem Arrivati praktisch Stand haben, und auch mit den größeren Organisationen MSF und Save the Children, die uns auch in der letzten Mission stark unterstützt haben, wo übers Wochenende über 8.000 Leute gerettet worden sind und unser Boot mit über 500 Leuten total überfüllt war. Allgemein ist es so, dass natürlich die zivile Seenotrettung ist auf Spendengelder angewiesen. Wir sind auch auf Spendengelder angewiesen. Wir werden fast ausschließlich aus Kleinspenden und normalen Spenden finanziert. Also wir haben ein paar Stiftungen, die uns auch was dazugeben. Aber an sich ist es halt wirklich auf Kleinspenderbasis aufgebaut. So, Leute können super gerne unterstützen. Es gibt die Möglichkeit, bei uns Fördermitglied zu werden. Es gibt die Dauerspender zu werden. Allgemein die gesamte Seenotrettungsflotte, nicht nur wir, auch Jugend rettet und so weiter, brauchen halt immer finanzielle Unterstützung. Dadurch, dass wir uns politisch unabhängig halten wollen, ist es auch gerade wichtig, weil wir keine staatlichen Gelder annehmen, dass man halt spendet und unterstützt. Also wir arbeiten eigentlich überwiegend mit Volunteers, und wenn man bei uns mitmachen will, kann man sich auch fürs Crewing bewerben. Dann muss man einfach auf unsere Website gehen, da gibt es den Mitmachen-Bereich. Da sieht man auch immer, wenn wir Positionen offen haben und so weiter, und sich für unseren Newsletter anmelden. Wir sind immer wieder erstaunt, dass auch wenn wir Crewing ausschreiben, dass super viele Leute sich bewerben. Wir brauchen explizit natürlich viele Leute, die jetzt große Schiffserfahrung haben, also die aus dem nautischen Bereich kommen. Wir brauchen immer wieder Leute, die aus dem elektrischen Bereich kommen, oder Techniker, Maschinisten. Das sind Posten, auf die man sich bewerben kann. Also bei uns, bei Jugend rettet, bei unseren Freunden von allen anderen Organisationen, die auch da sind. Also da gibt es immer wieder Positionen, die besetzt werden müssen. Das ist ein großer Pool von Leuten, die gesucht werden, natürlich aber auch Ärzte und Ärztinnen.